3 Niederlagen in Serie, eine Lohnliste, die im Boulevard veröffentlicht worden ist. Große Unruhe bei GC. So groß, dass sich Trainer Muratjaki vor dem Derby zu einer Silenzio Stampa entschloss. Der Trainer der Grasshoppers verzichtet auf Interviews und Medientermine. Zunder und Pfeffer im Derby? Von wegen. Die Startphase äußerst flau. Nach geschlagenen 20 Minuten der erste zeigenswerte Angriff. Die Hoppers bis zu diesem Zeitpunkt nur auf Zerstören aus, kommen durch Djuricin zu diesem Abschluss. Ludovic Magnier hat seine Mannschaft nach dem ungenügenden Auftritt in Sion auf nicht weniger als 5 Positionen verändert. Der FCZ bemüht bislang aber ohne zündende Idee. Das ändert sich in der 27. Minute. Marquesano schickt Dwamena. Kein Abseits. Bergström macht sich auf die Verfolgung von Dwamena. Aber der Schaden ist für die Hoppers nicht mehr zu reparieren. Rafael Dwamena stellt nach zähem Beginn auf 1:0. Es ist der 7. Saisontreffer für den Ghanaer. Damit ist er bester Torschütze beim FC Zürich. Das FCZ-Trainergespann in Partylaune. Wenige Meter daneben, finstere Minen auf der GC-Bank. Fußballgourmets kommen weiterhin nicht auf ihre Kosten. Beide Teams liefern eine bescheidene Leistung ab. Die beste GC-Möglichkeit, ein Zufallsprodukt. Lamoschi kann nicht profitieren. Das war es dann auch schon von der ersten Halbzeit. Die Fans wenden sich anderen wichtigen Dingen zu. Panini statt Derby-Fieber im Letzigrund. Der Grasshopper Club startet nach dem Seitenwechsel deutlich entschlossener. Caudreau mit der Top-Chance für GC. Wieder verteilt die FCZ-Verteidigung großzügige Geschenke. Die Partie ist jetzt deutlich lebhafter als noch vor der Pause. Endlich bekommen die 14.200 Zuschauer Fußball zu sehen. Der FC Zürich erarbeitet sich mit Michael Frey eine gute Kopfballmöglichkeit. Erhöhter Puls bei Heinz Lindner im GC-Tor. In dieser Phase entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Jetzt führt GC die feinere Klinge. Die Hoppers agieren mutiger und kommen zu weiteren Gelegenheiten. Kenan Caudreau spielt sich vermehrt in den Mittelpunkt. Muratjaki darf erfreut zur Kenntnis nehmen, dass sein Team die Zurückhaltung abgelegt hat. Cefren, nach der Pause für Djuricin gekommen, ist ein Gewinn für das GC-Angriffsspiel. Hier liefert er die Vorlage für Caudreau. Kenan Caudreau verwertet seine 4. Chance zum Ausgleich. Das verdiente 1:1 fällt in der 59. Minute. Der Grasshopper Club belohnt sich für die Leistungssteigerung. Das Heimteam ist gefordert. Der FC Zürich hat sich zu stark ins Schneckenhaus zurückgezogen. Jetzt liefert der FCZ eine Antwort durch Dwamena. Lindner reagiert goldrichtig gegen Rafael Dwamena. Es läuft die Schlussphase. GC hat die größeren Energiereserven und will sich mit der Punkteteilung noch nicht anfreunden. Wieder Caudreau, dann Basic. Brecher mit einer Superparade. Wie vor einer Woche in Sion rettet der FCZ-Torwart seiner Mannschaft den einen Punkt. Wobei, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es läuft die Nachspielzeit. Der letzte Angriff des Grasshopper Club. Und plötzlich steht Caudreau alleine vor Brecher. Der FCZ-Torhüter ist nicht mehr zu bezwingen. Es bleibt beim 1:1 im 270. Zürcher Derby. Am Ende stand GC dem Sieg näher. Schade, dass weder Trainer noch Sportchef nach der Partie ein Interview geben wollten. Die werden die Gründe haben, warum sie keine Interviews machen. Wichtig ist, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert, glaube ich. Dass man das jetzt, was die letzten Wochen war, einfach mal auch so beruhen lässt und nicht wieder irgendwelche anderen Gräben aufmacht, sondern einfach versuchen, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das war heute das Spiel von uns, das wirklich sehr, sehr gut war, in der zweiten Halbzeit speziell. Und ich glaube, darauf sollten wir jetzt den Fokus legen. Wird nach dem Unentschieden tatsächlich Ruhe einkehren beim Grasshopper Club? Die sportliche Talfahrt wurde heute zumindest gestoppt.